Denn der ist ja auch gegen physische Attacken ja, nicht resistent. Das heißt, ein paar Limits könnt ihr dann auch noch reinkloppen. Das zieht auch noch ordentlich was mit ab. Vor allem auch mit der Truppe, die ich jetzt habe. Cloud macht, was weiß ich, wie viele Schläge. Da kommen auch locker 30.000, 40.000 Schaden bei rum. Barret zieht mit jedem Treffer auch so um die 8.000, 9.000 ab. Das sind dann auch locker nochmal 40.000, 50.000, was weiß ich. Und Sid hat halt 40 mal 2.000 oder so. Gut, ihr könnt natürlich auch die gute Waffe nehmen, dann zieht ihr noch viel mehr ab. Also das ist auf jeden Fall nicht unmöglich, die Leute auch normal zu besiegen. Ja, auf jeden Fall müsst ihr dann noch darauf achten, dass halt keiner einen Gegenangriff macht, also dass der Smartgreif nicht den Gegenangriff macht. Also nicht Ritter der Runde zaubern und nachahmen, wenn die Lichter noch leben. Das ist böse. Jetzt kommt wieder ein Ultima und Cloud macht dann nochmal wieder seinen Phönix. Ja genau, das müsst ihr dann halt zweimal wiederholen, solange bis ihr keine Ritter der Runde mehr zaubern könnt. Und ja, dann sollte das Viech eigentlich tot oder zumindest fast tot sein. Gegen Rubinweppen immer schön stoppen auf jeden Fall. Das ist sehr hilfreich. Am besten mit Hades oder ihr könnt auch Stopp auf den zaubern. Ist egal. Und ja, dann einfach auf den drauf kloppen. Weiß ich nicht. Mit Ritter der Runde könnt ihr wirklich nur machen, wenn er gestoppt ist und paralysiert ist, weil ansonsten, wie ihr seht, kontert er mit Ultima. Und das ist nicht so schön. Ultima ist ein böser Zauber. Okay, jetzt zieht er sie wieder ein. Was kann ich jetzt machen? Okay, ich greife den mal an. So, Spaß. Gute Runde. Okay, komm ich zwei. Nara. Was machst du? Ich zieh das ab. Okay, du machst jetzt erstmal Regeneration. Okay, der ist auch langsam, das ist gut. Ich bin so dumm, warum zauber ich Ritter der Runde? Nein! Ich wollte Hades zaubern. Scheiße! Nicht, dass ich mir den Versuch jetzt schon wieder versaue mit meiner Dummheit. Denn Sid und Cloud sind definitiv tot. Ja, natürlich, ja, sind sie jetzt nicht richtig tot. Cloud zaubert noch einmal Phönix, kann ihn nochmal wiederbeleben. Aber ansonsten habe ich halt keine automatische Wiederbelebung mehr. Das ist nicht so schön. Barret hat natürlich auch noch wegen der Master-Substanz Phönix nochmal drin. Was auch sehr von Vorteil ist. Das ist nochmal eine zusätzliche Absicherung. Aber wenn Barret tot ist und Cloud tot ist, dann, ja, kann ich nicht mehr viel reißen. Kann ich meine Leute höchstens noch mit Phönixfedern irgendwie wiederbeleben und dann ist das auch nicht so einfach. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass der jetzt tot ist. Ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute einfach mal nein. Ich vermute mal, der wird überleben. Es dürfte jetzt aber so um die das sechste Mal sein, dass ich den jetzt Ritter der Runde verpasse. Also der müsste schon so um die zwei Drittel bis drei Viertel seiner Lebensenergie verloren haben. Also viel kommt da nicht mehr. Versuche gleich irgendwie was mit Komet 2 noch zu reißen und das danach zu haben. Je nachdem, wie stark Komet 2 ist. Ja, und dann einfach mal gucken. Ja, von mir aus kann Barry jetzt auch sterben, das wäre auch optimal. Dann hätte der nämlich wieder voll Energie durch den Phönix. Und Cloud hat auf jeden Fall noch genug MP, das ist so wichtig. Nein! Nein! Das ist die Attacke, womit er einen vollständig aus dem Spiel entfernt. Finde ich jetzt aber nicht gut. Och, Sid. Bleib bei mir. Tschüss, Sid. Oh, fuck. Das ist natürlich unpraktisch, weil der Nachahm hat. Oh, Mann. Okay, was kannst du mir noch bieten? Hades, erstmal schön hier. Okay, jetzt schlägt er einen. Okay, 3000. Gut, was jetzt erstmal, wo ist Komet 2? So. Das Gute ist. Scheiße! Okay, ich wollte gerade sagen, das Gute ist, die Regeneration funktioniert auch während der Aufrufe. Weil ihr habt ja gerade gesehen, Regeneration von Cloud erhöht sich die Energie stetig. Fließend, ja, ich habe eigentlich auch gedacht, dass es vielleicht auch während der Aufrufe funktioniert, aber scheinbar ja doch nicht. Schade eigentlich. Wäre auch zu schön gewesen. So, jetzt ist der Wichser auf jeden Fall erstmal paralysiert und versucht ihn mal irgendwie in der Zeit nochmal ein bisschen zu schwächen. Wie viel zieht das eigentlich weg? Och, richtig viel. Ich bin begeistert. So, dann ahmst du das mal nach. Komet 2, ich hoffe mal, das ist gut. Nein! Ey, der ist gegen alles immun, ohne Scheiß. Ist doch zum Kotzen.
machst du mal hier ein Mega-Elixier für alle. Das ist voll scheiße, Mann. Ich hasse Rubin-Weapon. Der nervt mich gerade irgendwie. So, dann machst du jetzt nochmal Hades, damit er wieder die Fresse hält. Was sollte das denn jetzt? Hör mal. Das ist jetzt aber hier. Was hab ich denn noch? Ja, das Problem ist, das Limit bringt auch einfach mal gar nichts. Das könnte ich machen. Da ist auch manchmal Stopp dabei. Auf jeden Fall gegen Feuer ist er definitiv. Also das wird ihn heilen. Das weiß ich, weil wenn ich Phönix zauber, dann wird er auch immer geheilt. Bin ich nicht so nett. Was hab ich denn noch so schön? Ich glaube, ich kann ihn vergiften. Nee, kann ich nicht, sonst wäre ich schon längst vergiftet durch hier. Ihmchen hier. Hades. Ich versuch's einfach mal mit Bio 3. Wenn ich ihn jetzt um 3000 heil, macht er den Kohl auch nicht mehr fett. So, jetzt müssen wir wieder eine Runde. Ja, okay, das funktioniert leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. So, du machst jetzt schnell auf uns, schnell. Du machst jetzt schnell, schnell auf uns, genau. Ich hätte Claude lieber doch heilen sollen, glaube ich. So Mist. Ich glaube, man kann dann die Zeit, in der Rubin-Weapon paralysiert, auch ein bisschen verlängern, indem man, der Konfiguration im Menü, dass gibt es irgendeine Einstellung, dass dieses Active Time Battle irgendwie auf aktiv steht oder halt nicht auf aktiv. Wenn es auf aktiv steht, können die Gegner, aber auch ihr praktisch, oder beziehungsweise während ein Zauber stattfindet, irgendeine Attacke, lädt sich der Balken weiter auf. Das heißt, ihr könnt während einer Attacke noch den nächsten Befehl geben. Und das kann der Gegner halt auch. Wenn ihr stattdessen auch nicht aktiv oder auf Warten, heißt das glaube ich, geht. Bleibt der Balken bei jeder Attacke stehen. Ist ein bisschen benutzerfreundlicher, aber ich finde das so einfach besser, weil es einfach ein dynamischerer Kampf ist. Macht das Spiel zwar auch schwerer, aber gegen schwierige Spiele habe ich nichts mehr gegen, wenn sich die Schwierigkeit etwas erhöht. Ich spiele auch Burger Paradise, als ich das früher noch gespielt habe. Spiele ich immer in der Ego-Perspektive, auch wenn es viel schwieriger ist. Vor allem, wenn man da irgendwelche Tricks machen muss oder so. Aber ich finde das einfach geiler, weil es mehr Spaß macht, das ist einfach mehr Feeling und sowas. Darauf kommst du mehr. So, jetzt stirb. Das wäre so toll, wenn du jetzt tot wärst, ne? Ich würde auch irgendwas schenken. Ich weiß zwar nicht was, aber... Jawoll! Rubin-Weapon ist tot! Fick dich, hier ist mein Mittelfinger! Ja, das Problem ist nur, dass Sid jetzt leider keine Punkte bekommen wird. Kann man nichts machen. Ich weiß nicht, wem ich Bahamut 0 gegeben habe. Und er gibt fast genauso viele Punkte wie Smart Weapon, nur dass er, glaube ich, 5000 Erfahrungspunkte weniger gibt. Die Runde ist da. Okay, was mir jetzt nicht so gut gefällt ist... Ah, okay, Bahamut 0 kriegt seine Punkte. Das ist nämlich noch der gewesen, der die meisten Punkte gebraucht hat. So, und wir halten eine Wüstenrose und 30.000 Gil. Wunderbar. So. Wie auch beim letzten Mal besuchen wir jetzt erstmal den Reisen vom Keim. Ja, wie gesagt, die Challenge jetzt, die seit 200, was weiß ich, 5 Videos jetzt mittlerweile anhält, ist jetzt geschafft. Ich habe die vor 10 Videos begonnen und jetzt ist sie geschafft. Und ich bin stolz auf mich. Ich habe die schwierigsten Gegner mit so einem riesigen, geilen Spiel besiegt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Auch wenn die Kämpfe vielleicht ein bisschen langweilig waren, aber sie waren halt sehr strategisch geprägt. Wenn ihr ein Fußballspiel guckt, was auch sehr strategisch geprägt ist, dann ist es auch nicht unbedingt spannend. Tut mir leid. Ich bin jetzt auf jeden Fall ziemlich glücklich, dass ich das geschafft habe. Und das Spiel jetzt auch bald beenden darf. Es fehlen wirklich nur Kleinigkeiten. Das nächste Video wird sein, wie ich die großen Substanzen hole. Erstmal hier labern. Oh, es ist die Wüstenrose. Willst du sie für das Chocobo da drüben eintauschen? Wie wäre es? 1000. Also okay, das Geschäft ist perfekt. Ja. Jetzt habe ich ein Gold-Chocobo von dem bekommen. Ist ja nicht lustig. Es ist ein Chocobo, nimm es. Es gehört dir. Ich glaube, es wird Zeit, eine Reise wegen der Seelen meiner gefallenen Freunde anzutreten. Jetzt hat er alles, was er braucht. Der hat, glaube ich, schon in der ersten CD angefragt. Und jetzt habe ich es endlich nach 50 Stunden geschafft, ihm die Sachen zu geben. Ja, jedenfalls, wie gesagt, wenn wir Smart Weapon besiegen, bekommen wir die Erdtafel, haben wir schon gemacht. Und dafür bekommen wir jeweils eine der großen Substanzen, grün, rot und gelb. Und wenn wir die Rubin-Weapon besiegen und die Wüstenrose halt an ihm abgeben, bekommen wir einen goldenen Chocobo.
Sieht aus, als ob mein Schokobo-Stall voll ist. Komm zurück und hol's dir, wenn du mehr Platz hast. Okay. Ich will aber gar keinen zweiten Golden haben. Naja, was soll's. Ja. Aber ich wollte euch sowieso die Chocobo-Zucht auch zeigen, wie es geht, falls ihr es nachspielen wollt. Bist du das jetzt? Bist du der Reisende? Ah, Junge, du glaubst wirklich, dass der Meteor, der den Himmel ausfüllt, auch hier aufschlagen wird? Nö. Denn ich werde es verhindern. Boha. Okay, wunderbar, die Challenge ist geschafft. Also, das ist wirklich auch ein ziemlich großes Spiel und ich bin da wirklich immer froh, wenn ich da die schwierigsten Gegner besiege. Ja. Sid lebt noch, wie schön. Und was ich noch sagen wollte, halt das nächste Video, das wird vielleicht 5-6 Minuten gehen. Ich hole nur zwei Feindes können und hole die großen Substanzen. Mehr wird das nicht. Dann kommen halt die ganzen Parts hier, die ganzen Vorstellungsparts hier. Von wegen hier, ja, so sehen die Zauber aus und so ein Kram. Und dann beende ich das Spiel in 4 bis 5 Parts, denke ich mal. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir, ich hoffe, euch hat das Spiel auch bis hierhin gefallen, denn jetzt kommt nur noch das Ende. Wenn euch das bis hierhin nicht gefallen hat, es kommt nicht mehr viel. Also ihr braucht da die letzten Parts auch nicht zu gucken. Wobei, wenn ihr jetzt 200 Videos durchgehalten habt, dann könnt ihr euch noch die letzten 10 angucken. So, ja gut. Also ich finde das Spiel wirklich richtig hammergeil. Auch für die damalige Zeit, was es da an Geheimnissen gibt und an optionalen Sachen. Das war für mich damals bis dahin total unbekannt, dass es so viele Geheimnisse in dem Spiel gibt. Und die auch so richtig tiefgründig sind. Es ist jetzt nicht, dass man irgendwo eine geheime Kiste findet und da ist eine tolle Waffe drin. Nein. Man muss da wirklich richtig drüber nachdenken, drum kämpfen oder halt viel investieren, um die Sachen zu bekommen. Dann hat man die sich aber auch richtig verdient. Gut, das war jetzt aber genug der Laberei. Ich guck gerade mal, wie lange habe ich jetzt für Rubinwappen gebraucht? Länger als eine halbe Stunde. Wie schön. Toll. Also wird auch dieser Kampf aus 3 Parts bestehen. Super. Gut, ja, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und es kommt nicht mehr viel. Im nächsten Mal werde ich noch einen kurzen Part haben, wo ich laber. Dann kommen einige Parts, wo ich nichts sagen werde. Das ist dann wirklich nur schon, also halt, ich will euch nur Sachen zeigen. Und dann kommt das Ende. Gut. Also, bis dahin. Tschüss.